Oh Mann, scheucht uns wieder ein klein bisschen. Wir müssen also zusehen, dass wir schnell nach Hause kommen. Muss ich unterwegs noch die Statements machen. Also möchte ich nochmal allen jungen Leuten sagen, man braucht bloß seinen Lieblingspolitiker beobachten und genau alles deuten, was er macht, was er sagt. Aber immer nur persönlich, also nicht, was er in der Zeitung schreibt oder so. Oder was er vorliest. Und da sieht man schon, wie schlau er ist. Und das ist immer so. Gerade dumme und größten Wahnsinnige, sie verraten sich irgendwann immer. So wie jetzt mit diesen Fehlleistungen von Psychiatern und Ärzten und alles andere. Also sie merken ja auch, wie ich rede. Und meine Frau hat gerade wieder genießt. Ja. Wunderbarer Entzug, wir atmen uns weiter ein. Das wollte ich auch nochmal sagen. Damit sie dann auch mal einen Anhaltspunkt haben, weil also da braucht keiner mit hoffen oder keiner mit rechnen, dass das irgendwie eine Luftnummer ist, was ich vor mir gegeben habe. Da steht er. Da braucht sich nun wirklich keine Sorge machen. Das ist schon alles richtig, was ich da vor mir gegeben habe. Also ich neige bestimmt nicht zur Überzeugung. Im Gegenteil, wir gehen immer pessimistisch alles an. Weil das ist ganz wichtig, weil sonst kann man sich aber ganz schön verheben in der Forschung. Aber ganz, ganz schnell.